8. Dezember. Gelobet seist du, Jesu Christ, von Dora Schlatter. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Dora Schlatter, Gelobet seist du, Jesu Christ. Es war Weihnachtsabend des Jahres 1703. Der Vater Knesebeck, angesehener Ratskämmerer der Stadt Rostock, saß am hellen Kamin in seinem roten, plüschenen Sessel. Sein weißes Haupt ruhte an der hohen Rückenlehne. Zu seinen Seiten saßen seine betagte Hausfrau und seine Tochter. Auf dem Tisch vor ihnen aber standen zwei leuchtende Kerzen und aufgeschlagen lag die heilige Schrift. Alles war still. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn's hochkommt, sind's 80 Jahre. Beim Vater Knesebeck war's höher gekommen, denn 82 Jahre war die Zeit seiner Pilgrimschaft. Und wenn jetzt draußen um die Türme der alten Stadt Rostock der kalte Dezemberwind pfiff und die Wetterfahnen knarrten, er hörte nichts davon. Seit 10 Jahren war er ganz taub geworden und hatte kein Weihnachtsevangelium und kein Weihnachtslied gehört, sondern taub und stumm wie heute dagesessen. Und seit 10 Jahren hatten die beiden an seiner Seite geseufzt und auch gebetet, ob's Gott gefallen möchte, dass der Vater wieder hören möchte Freude und Wonne, dass seine Gebeine fröhlich würden. Jetzt ging's an die heilige Weihnachtsfeier. Mit einem wehmütigen Blick zum Haupte des Vaters, der mit gefalteten Händen dasaß, nahm die liebe Tochter die heilige Schrift und hub an, Lukas 2. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und jedermann ging, dass er sie schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Und so las er die ganze heilige Festgeschichte. Nun fingen die beiden, Mutter und Tochter, mit leiser Stimme an, ihr Weihnachtslied zu singen, wie es im Hause herkömmlich. Gelobet seist du, Jesu Christ. Im hohen Zimmer hallte es seltsam wieder, wie die zwei anhoben. Aber sieh, es waren nicht mehr zwei, es waren drei, die die zweite Strophe sangen. Und der dritte war der alte Vater selbst, der mit zitternder Stimme einfiel, dass du Mensch geworden bist. Denn während der Vorlesung hatte des Herrn Engel, der in der heiligen Nacht zu den Hirten getreten und gerufen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkünde euch große Freude. Es hatte der Engel des Herrn ihn berührt, Jesus, der neugeborene König, hatte das Hephata über seinen betagten Knecht gerufen, er hörte und sang, und singend betete er an und lobte. Da feierten die drei den heiligen Abend so froh, dass ihnen auch die hellen Freudentränen über die Wangen rannten, und wohl mocht's schön ertönen, als sie sangen. Das hat er alles uns getan, sein großes Lieb uns zu zeigen. Das freu sich alle Christenheit und dank ihm des in Ewigkeit. Wie mancher Weihnachtsabend seit diesem über Vater Knesebecks Haupt in dieser Zeitlichkeit noch dahingegangen, weiß ich nicht. Doch aber weiß ich, dass solcher Christgesang bei ihm geblieben ist, die übrige Zeit seiner Wallfahrt. Und das glaube ich, dass als er nun seinen Herrn mit der Engelschar in seinem himmlischen Thron selbst hat begrüßen dürfen, er es auch noch gekonnt hat. Gelobet seist du, Jesus Christ, dass du Mensch geworden bist, von einer Jungfrau, das ist wahr. Das freue sich der Engelschar. Halleluja. Ende von Gelobet seist du, Jesu Christ, von Dora Schlatter.